Es geht heiß her an den Finanzmärkten rund um den Globus. Drei große Krisen bis hin zum Crash in den vergangenen knapp 3 Jahren. Corona, natürlich der Russland-Ukraine-Krieg und zuletzt das Thema Inflation und Zinswende. In der Folge sind viele Investoren stark verunsichert und genau deshalb wollen wir dieses Thema auch beleuchten mit Vermögensverwalter Michael Dutz, Vorstand der Adlatus AG. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind aufs Parkett. Sie feiern mit der Adlatus in diesem Jahr Ihr 20-jähriges Bestehen. Sie selbst sind seit 30 Jahren an den Märkten aktiv. Haben Sie sowas schon mal erlebt, wie in den letzten 2, 3 Jahren? Ich muss gestehen, Crashs kommen ja immer wieder vor. Normalerweise in einer Rotation von 7 bis 8 Jahren, dass wir in so kurzer Zeit, in 2,5 Jahren, 3-mal diese Marktverwerfungen hatten. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Das Entscheidende, glaube ich, an den früheren Crashs sind, da gab es eine Blase, die wurde korrigiert. Mittlerweile oder in den letzten Jahren gab es ja keine Übertreibungen, gab es ja keine Blase. Und trotzdem kam es zu massiven Verwerfungen. Noch schlimmer ist allerdings, dass momentan die Verunsicherung bei den Anlegern, bei den Bürgern sehr, sehr groß ist, weil keiner irgendeine Vision hat, wie das alles weitergeht und wie sich Europa in den nächsten Jahren entwickeln sollte. Besonders stark hat es zuletzt die Technologiewerte getroffen. Auch die Krypto-Assets haben stark gelitten. Warum wurde gerade dieser Sektor so stark abgestraft? Das ist eigentlich ein Muster, was wir in Deutschland schon aus dem neuen Markt heraus kennen. Auch da gab es ja teilweise massive Übertreibungen bei diversen Werten, die nie Geld verdient haben, nur von Visionen gelebt haben und am Ende halt eine Marktwirtschaft das Ganze bereinigt hat. Das sehen wir momentan sehr, sehr stark bei den US, auch beim deutschen Start-up-Unternehmen, wo eigentlich über Nacht die Tür zuging, die Zinsen massiv angestiegen sind, die Banken ihr Risikoverhalten geändert haben und damit von heute auf morgen der Kapitalfluss, der überlebenswichtige Kapitalfluss bei diesen kleinen Unternehmen geendet hat. Diese Korrektur ist notwendig, aus meiner Sicht auch überfällig gewesen. Wie immer, nach einer Korrektur werden die Starken überleben. Die Microsofts dieser Welt, die Apples dieser Welt, die Alphabets dieser Welt haben genügend Liquidität, um diese Situation zu überstehen. Schwierig bleibt es halt für kleine Unternehmen, die nur von Visionen gelebt haben bisher. Das Thema Krypto, noch ein kurzer Gedanke. Ich habe nie verstanden, wo der volkswirtschaftliche Nutzen einer Kryptowährung herkommt. Ich hätte mal prognostiziert, dass diese Blase schon länger platzt. Jetzt ist sie ein bisschen länger gedauert. Auf der anderen Seite war es halt überfällig, gerade in der jungen Gesellschaft, bei den Jugendlichen war das Thema Krypto ja zum Zockerobjekt verkommen. Und da hat es jetzt die massive Korrektur gegeben. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass sich jetzt ein Bitcoin oder die anderen Kryptowährungen von diesem Schock kurzfristig wiederholen. Gleichzeitig ist das Inflationsthema ein sehr, sehr großes. Wann haben wir schon mal Inflationsraten von 8 oder 9% gesehen? Selbst die Älteren unter uns werden sich nicht mehr erinnern können an die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Und dennoch sind die Deutschen da so ein Stück weit geprägt und haben natürlich ihre Ängste und fragen sich, werden die Notenbanken diesmal die Inflation in den Griff bekommen? Was glauben Sie? Für Europa mit Sicherheit dieses Trauma, was uns begleitet. Wir differenzieren bei der Inflationsrate, wenn ich mir mal erlaube, die Welt kurz zu scannen. Wir haben in Asien überhaupt keine Inflationsraten. Die Asiaten haben traumhafte Rahmenbedingungen, die haben Absatzmärkte, die haben billige Arbeitskräfte, bekommen jetzt die Rohstoffe aus Russland mit einem Preisabschlag von 30%, wie man hört. Also die Asiaten haben eigentlich überhaupt kein inflationäres Problem. Die Amerikaner haben ein Problem, dass sie zu viel wollten, dass sie zu viel Geld gedruckt haben und jetzt festgestellt haben, die Inflation läuft aus dem Ruder, bremsen das Ganze ein. Probleme mit billigen Arbeitskräften sind ja in Mexiko momentan an Gros zu haben. Probleme mit Energieträgern haben die Amerikaner auch nicht. Und so beschränkt sich dieses Thema Inflation sehr, sehr stark auf uns, sehr, sehr stark auf Europa. Ich glaube oder bin von überzeugt, dass wir das in diesem weltweiten Kontext schon wieder in den Griff bekommen, werden allerdings zwischendrin auch noch mal locker 10% Inflation sehen, vor allen Dingen getrieben durch das Thema Gas und Energieträger. Die Schulden steigen ebenso immer weiter. Für die Staaten relativ gut, dass es die Inflation wiederum gibt. So kann man sich nach und nach entschulden. Aber man fragt sich natürlich schon, werden die Schulden je zurückgezahlt werden können? Denn auch Unternehmen sind teilweise eher sehr stark verschuldet. Wie bewerten Sie dieses Spannungsfeld zwischen Schulden und Inflation? Wir haben keine Chance, diese Schulden irgendwann mal zu bereinigen oder irgendwann mal mit normalen Mitteln zurückzuzahlen. Aus meiner Sicht gibt es 2 Wege, die wir haben. Der eine Weg ist, wir machen halt irgendwann eine Währungsreform mit den Problemen, die wir aus den 20er, 30er Jahren kennen, dass viele Menschen Probleme bekommen, dass viele Menschen viel Geld verlieren, dass das
Vertrauen in den Staat sehr, sehr stark leidet in dieser Phase. Und wer irgendwas aus der Geschichte gelernt hat, müsste eigentlich sagen, versuche alles, um diese Situation zu vermeiden, um eine Währungsreform zu vermeiden. Der Plan B, das gab es historisch gesehen noch nie, bin allerdings mittlerweile von überzeugt, dass es stattfindet, ist die Bereinigung der Schulden mittels Zentralbanken. Die Zentralbanken, wie wir sehen, haben ja in den letzten Jahren sehr, sehr stark die Staatsschulden aufgesogen, haben die Staatsschulden in den eigenen Büchern drin. Aktuell roundabout 50% der Staatsschulden. Und das wäre natürlich an dem Punkt eine handlungsfähige Masse, wo die Zentralbanken sagen können, wir verzichten auf die Rückzahlung dieser Schulden oder machen es, wie wir es 2008 bei privaten Banken auch gemacht haben, buchen diese Schulden in irgendwelche Unterbilanzen, in irgendwelche Bad Banks weg, über die dann irgendwann auch niemand mehr redet. Also es gab schon oder es gäbe schon einen deutlich galanteren Weg, als die Schulden jetzt mit hohen Inflationsraten oder mit Hilfe einer Währungsreform zu bereinigen. Und da steht man am Ende des Tages nun als Sparer oder auch Anleger und fragt sich, wie sollte ich mich auf all dies einstellen? Wie kann ich mich schützen? Daher die Frage an Sie, wie sollte ein gut strukturiertes Portfolio in diesem Umfeld aussehen? Die wichtigste Formel aus meiner Sicht ist momentan, je weiter weg von Europa, je besser. Wir Europäer haben das Problem, wir haben das Kriegsproblem, wir haben das Gasproblem und haben noch genügend Probleme innerhalb Europas, die auch alle aktuell nicht zur Tagesordnung kommen, aber ja latent im Raume stehen. Diese Probleme haben die Amerikaner. Deutlich weniger, die Asiaten deutlich weniger. Von daher gilt für den Anleger aktuell plus die nächsten 2 Jahre die Faustformel, je weiter weg von Europa, je besser. Das gilt sowohl für Aktien als auch für festverzinsliche Wertpapiere. Aus unserer Sicht momentan ungefähr 40% im Aktienbereich. Das ist eine vernünftige Quote. Priorität die Vereinigten Staaten, Priorität Asien, teilweise noch die Schweiz, die immer etwas unternehmerfreundlicher agiert. Im festverzinslichen Bereich sehr, sehr stark auf Währungen schauen. Kanadischer Dollar, Australdollar, Singapur-Dollar, alles Währungen, die deutlich solider sind wie wir und mittlerweile Renditen von 3-4% erzielbar sind und ein kleines bisschen Gold, mal 10-15% Goldbeimischung, kann dann auch nicht schaden in dieser aktuellen Situation. Das ist mal eine klare Ansage von Michael Dutz von der Adlatus AG. Je weiter weg von Europa, desto besser, zumindest temporär. Das nehme ich mit aus diesem Gespräch und viele, viele andere Informationen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Blick auf die aktuelle Börsenwelt. Danke. Herzlichen Dank.